herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist und dass ich zu dir sprechen darf. Heute geht es wieder um die Geheimnisse des Lebens und ja, ich möchte mit dir über die Gefühle sprechen. Es ist so wichtig, auf seine eigenen Gefühle zu hören und das habe ich in meinem Leben schon so oft festgestellt und ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn der Verstand sehr stark ist, wenn der Verstand gewohnt ist, die Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es wirklich schwierig, auf die Gefühle zu hören. Jetzt ist es so, ich glaube, am besten kann ich dir das erklären, wenn ich ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzähle. Und zwar gab es eine Zeit, da war ich angestellt in einer Firma und war für das Personalwesen verantwortlich und ja, da kamen immer wieder Menschen zu mir, haben sich vorgestellt und wollten also so eine Stelle haben. Na gut, eines Tages kam eine Frau und sie hatte die besten Voraussetzungen. Das war richtig, richtig gut. Ihre Zeugnisse, so wie sie sich dargestellt hat, wie sie geredet hat. Also mein Verstand hat gesagt, das ist diese Frau, die kannst du nehmen, das passt alles. Aber ganz tief bei mir innen drin, da hatte ich so ein komisches Gefühl, da hatte ich so ein Gefühl, das hat mir gesagt, nehmen Sie nicht, das klappt nicht. Dann habe ich angefangen mit meinem Verstand zu reden, habe gesagt, warum soll ich sie nehmen? Das Gefühl sagt, das klappt nicht. Verstand sagt, nee, alles gut, perfekt, nehmen Sie, hör nicht auf dein Gefühl. Gut, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe also nicht auf mein Gefühl gehört. Ja, und dann ging auch so die erste Zeit, ging wirklich alles gut. Es hat ungefähr 4 Wochen gedauert, nur 4 Wochen. Und dann auf einmal gingen die Probleme los. Es war unglaublich. Endlich haben wir uns dann getrennt und es gab vorher Riesenprobleme in der Arbeit. Die mussten zusätzlich gelöst werden und es war total stressig und so, ja. Aber wie gesagt, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hätte bloß auf mein Gefühl zu hören brauchen und schon wäre das nicht passiert. Und das war dann so, sage ich mal, ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gedacht habe, wow, eigentlich brauchst du nur auf deinen Verstand, eigentlich brauchst du nur auf dein Gefühl zu hören und schon ist alles gut. Ja, überleg mal, was das jetzt vielleicht für dich bedeutet. Überleg mal, ob es bisher in deinem Leben vielleicht Situationen gab, wo du ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, also egal, wo du eben einfach ein Gefühl hattest und dich aber dann gegen dieses Gefühl entschieden hattest und wo du dann später festgestellt hast, dass es falsch war. Ich möchte dir einfach helfen, mehr auf deine Gefühle zu horchen, mehr darauf zu achten und dann mal den Mut zu haben, einfach den Mut zu haben, das zu machen, was das Gefühl sagt. Das ist nur einmal ein Schritt des Mutes und dann wirst du sehen, wow, wirst du sagen, klasse, es funktioniert und dann wirst du es immer öfters tun. Und weißt du, in dem Moment, wo du beginnst, auf deine Gefühle zu achten, dann werden die auch stärker. Dann wirst du sehen, die nehmen zu und du nimmst sie leichter wahr. Und letztendlich weißt du, was Gefühle sind. Die richtig, richtig schönen, tiefen Gefühle, das sind die Signale deiner Seele. Die kommen von deiner Seele und sie zeigt dir eigentlich den Weg. Sie zeigt dir, was für dich richtig ist. Und du brauchst nur drauf zu hören. Und schon nimmt dein Leben eine ganz andere Wendung. Das ist das Geheimnis.
Das ist alles. Höre auf deine Gefühle. That's it. Ja. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Und wenn, dann gib mir ein Like. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann tu es bitte. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn es unterstützt mich in meiner Arbeit, die ich von Herzen gerne mache. Ja, das ist einfach mein Ein und Alles. Und ja, ein kleines Abo, das ist das Dankeschön von dir. Ja, dann, meine Lieben, würde ich sagen, wir treffen uns zum nächsten Video. Bis dann!